Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und begrüße euch herzlich zum neuen Manga Newsflash. Ja, es gibt mal wieder ein paar Lizenzen, denn es fehlten ja noch ein paar Verlagsprogramme. Da sind jetzt unter anderem Crunchyroll und Panini raus. Heute geht sich alles um unseren Hass-Liebesverlag Panini, morgen alles um Crunchyroll. Ich hoffe, ihr seid gespannt und ja, wie gesagt, wir fangen an mit Panini, wo ich so viel im Vorfeld schon sagen kann. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Weil Panini hatte sich eigentlich in letzter Zeit richtig stark verbessert und dann sieht man hier jetzt so das Programm für Sommer, Herbst 2021. Man denkt schon so, was? Was soll das? Denn es ist unfassbar viel Comic-related Zeug, was natürlich bei einem Panini-Verlag irgendwo zu erwarten ist, aber trotzdem irgendwie fehlt mir so, ne? Darf er mehr drin sein? Auf jeden Fall, die erste Lizenz ist Batman Justice Buster. In Japan gibt es davon bislang 2 Bände. Erster Band 29. August für 10 Euro. Ich denke mal dementsprechend Großformat. Und dann dreht sich um Folgendes. Vor 3 Jahren hat Bruce Wayne beschlossen, zum dunklen Ritter zu werden und als Batman die grassierende Kriminalität in Gotham zu bekämpfen. Unterstützung bekommt er dabei von einem der selbst entwickelten künstlichen Intelligenz namens Robin. Diese Artificial Intelligence, warum hat man nicht KI geschrieben? Warum sagt man AI? Hä? Egal. Sammelt Daten und sondiert die Gefahrenlage, um Verbrechen schon im Vorfeld zu verhindern. Doch auch die Schurken Gothams haben sich weiterentwickelt und stürzen die Stadt in eine noch nie dagewesene Gewaltspirale, die mit herkömmlichen Mitteln bald nicht mehr zu stoppen ist. Erlebt die Anfänge von Bruce Wayne als Batman und begleitet ihn bei seiner bisher größten Herausforderung. Ja, ist eine Batman-Story. Das hätte so 1:1 auch als Comic erscheinen können. Das ist okay. Aber es ist offiziell ein Manga. Dann haben sie Harahara Sensei, die tickende Zeitbombe. Ein Titel von der Shonen Jump Plus Plattform, ist in 4 Bänden beendet. Ab November für 9 Euro. Und dann dreht es um Folgendes. Asusa Tsukumus Traum ist es, Forscherin an einer renommierten staatlichen Universität zu werden. Doch der Professor, der ihr großes Vorbild ist, gibt all ihre Forschungsergebnisse als Designen aus. Völlig desillusioniert tritt Asusa daraufhin einen Job als Chemielehrerin an der Provinzoberschule ihrer Heimat an. Von den Schülern terrorisiert und eingeschüchtert, von den problematischen Elternhäusern ist ihr Schulalltag geprägt von Hoffnungslosigkeit. Eines Tages verschwindet Asusas jüngere Schwester Ruka, nachdem sie telefonisch einen Hilferuf abgegeben hat. Um ihre Schwester besorgt, macht Asusa sich auf den Weg zu dem Nachtclub, in dem Ruka zuletzt gearbeitet hatte. Von der Chefin des Clubs erfährt sie jedoch, dass Ruka gekündigt hat und niemand weiß, wo sie sich aufhält. Das Cover sieht an sich ganz geil aus. Das ist so ein Vielleicht-Titel. Weil 4 Bände klingt so ein bisschen danach, als wäre es Ext, gerade wenn es aus einer Shonen, von einer Shonen-Plattform stammt. Aber ich lese vielleicht mal rein. Dann wieder DC, und zwar diesmal Joker, One Operation Joker. Ich hasse dieses doppelt gemoppelte mit, like, ich glaube im Original heißt es eigentlich nur One Operation Joker. Man wollte nochmal fett oben drüber Joker schreiben oder so, keine Ahnung. Ne, es steht auch auf dem japanischen Cover so, egal. Und ja, das ist in 3 Bänden beendet. Auch hier 10 Euro pro Band ab Juli, alle 2 Monate. In dem dreht sich um folgendes: Batman, das ultimative Symbol der Gerechtigkeit in Gotham City, und der Joker sind normalerweise Todfeinde. Doch der düstere Held, vor dem ganz Gothams Unterwelt zittert, wird durch einen Unfall in einen wehrlosen Säugling verwandelt. Nun muss ausgerechnet sein Erzfeind Joker den Papa spielen und sieht sich mit all den Problemen konfrontiert, die man eben als frisch gebackener Vater überwinden muss. Ob das gut ausgeht? Okay, hier sage ich selber, da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, dass der auf Deutsch scheint, weil ich die Prämisse herrlich bescheuert finde. Weil das ist anders als Batman Justice Buster halt wirklich was, das klingt schon eher nach Japan, dass da wirklich mehr so dieses japanische Feeling bei rumkommt, als, ja, hey, einfach nur eine weitere Batman-Story. Und 3 Bände kann man sich gut geben. Dann über die nächste Lizenz freue ich mich natürlich auch sehr, und zwar Spider-Man Fake Red. Ich bin großer Spidey-Fan und ich hatte sehr auf diesen Titel gehofft. Zumaßen ist es leider Gottes einer dieser Manga, die abgebrochen wurden in Japan, weil sich der erste Band einfach absolut nicht verkauft hat, obwohl viel Merchandise reingepackt wurde. Und auch der Autor gebeten hat, bitte, bitte kauft den Manga.
Ist leider schade, dadurch ist es nur ein Einzelband. Trotzdem, es ist vom Macher hinter Green Worlds, falls sich der eine oder andere noch daran erinnert. Deswegen freut es mich, dass wir mehr von dem Autor kriegen. Und ja, Einzelband für 12 Euro ab Dezember. Ja, nur 12 Euro, das ist ein fairer Preis bei, ich glaube, fast 300 Seiten. Es dreht sich um Folgendes. Onomai ist ein zurückhaltender Highschool-Schüler, der seine Freizeit am liebsten in der Kletterhalle verbringt. Eines Tages findet er ein Spider-Man-Kostüm im Müll und zieht es an. Auf Anhieb fühlt er sich wie sein großes Idol. Da der echte Spider-Man nirgends zu finden ist, tritt Yu seine Nachfolge an. Doch er muss sehr schnell feststellen, dass ein Kostüm noch lange keinen Helden aus ihm macht. Wie gesagt, ich bin ein großer Spidey-Fan. Ich liebe das Cover. Das Cover ist wirklich wow. Und auch hier, es wird wieder so aufgegriffen, aller, hey, Spider-Man ist mehr als einfach nur Peter Parker. Und da habe ich wirklich Bock drauf. Und vor allem, ich denke mal, dann auch Großformat, hoffe ich. Wäre schade drum, wenn nicht. Dann Star Wars, die Hohe Republik am Rande des Gleichgewichts, Präzedenzfall. Ja, das ist ein Name. Der US-amerikanische Publisher plant, den Einzelband im Mai zu veröffentlichen. Hierzulande soll das Werk im Oktober erscheinen für 10 Euro. Und es dreht sich um Folgendes. 150 Jahre bevor die Starlight-Station den äußeren Rand mit ihrem Licht erhält, nimmt der junge Wookiee-Jedi Arkov zusammen mit seiner ehemaligen Meisterin Ravna und ihrem Droiden Zizi an der Schlacht von Dalna teil, um seinen Mitstreiter im Kampf gegen den geheimnisvollen Vater der offenen Hand zu unterstützen. Doch während des Kampfes fällt Arkovs alter Freund Azeline einer unbekannten Macht zum Opfer, deren Wirkung auf Jedi anders ist als alles bisher dagewesene. Ja, ich bin kein Star Wars Typ, like, absolut nicht, dementsprechend, genauso wie alle anderen Star Wars Manga, kein Interesse. Dann wieder ein DC-Werk, da freue ich mich drüber, und zwar Superman vs. Mashi in 3 Bänden beendet, ab August für 10 Euro, 2 Monatstag, wahrscheinlich Großformat. Ich gehe davon aus, bei 10 Euro muss inzwischen nichts mehr heißen bei Panini. Es dreht sich auf jeden Fall um Folgendes. Auch Superhelden haben Hunger. Superman hat als stärkster Mann der Welt alle Hände voll zu tun. Sein tägliches Vergnügen dabei, ein Mittagessen in Japan. Wenn er mit seinem übermenschlichen Gehör seinen Magen knurren hört, zieht er in einer Seitengasse seinen Anzug aus und fliegt zu einer japanischen Restaurantkette. Egal, ob er Kamameshi mit einem Hitzestrahl erwärmt oder die Justice League aus Tendon-Zutaten formt. Beim Mittagessen geht Superman die Dinge in seinem eigenen Tempo. Das liebe ich. Ich liebe eh so Foodie-Manga und dann, ich liebe Superman und ich freue mich einfach mal wieder eine Superman-Story zu lesen, die eben nicht à la, hey, Superman ist super krass und wahrscheinlich auch wird dann meistens dann auch noch falsch dargestellt. Da freue ich mich drüber. Ich meine, ich mag den Artstyle nicht so sehr, aber doch, Superman vs. Mashi wird sich geholt. Genauso wie das nächste Marvel-Werk, und zwar Wolverine Snicked. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Einzelband für 10 Euro. Das Besondere hierbei, es ist gezeichnet von dem einzig wahren Tsutomu Nihei. Dementsprechend war ich ein bisschen verblüfft, dass das doch bei Panini gelandet ist. Und nicht bei einem Manga-Kult. Aber gut, vielleicht wegen der Marvel-Verknüpfung und Panini und Marvel haben wahrscheinlich irgendwelche Deals am Laufen. Und das Cover sieht tatsächlich ganz geil aus und dreht sich um Folgendes. Wolverine ist die einzige Hoffnung der wenigen verbliebenen Menschen mit in einem trostlosen Ödland. Während sie gegen Roboterorganismen ums Überleben kämpfen, wird er es schaffen, den Tag zu retten und seine eigene Menschlichkeit zu bewahren, oder wird er sich in seiner Berserkerwut verlieren und das Aussterben herbeiführen? Klingt geil. Ich bin zwar nicht der größte Tsutomu Nihei-Fan, das wissen auch einige von euch. Ich komme bislang eigentlich nur mit Opposum so richtig über das Anfang an. Ist das so eine Kombi? Nihei, der ein Marvel-Werk schreibt. Könnte interessant werden. Und dann die letzte Lizenz und für viele wahrscheinlich auch das Highlight. Yasha. Ein Spin-off, was meine ich, zu Bananafisch. Und es wird als 6 Doppelbandausgaben für 19 Euro rauskommen. Sprich, so wie die Bananafisch-Ausgaben. Sehr, sehr schön. Und alle 2 Monate, und es dreht sich um Folgendes, die idyllische Insel Ogami auf Okinawa, das Leben des 12-jährigen Sei Arisue, wird völlig auf den Kopf gestellt, als bewaffnete Männer bei ihm eindringen, seine Mutter vor seinen Augen erschießen und den Jungen entführen. 6 Jahre später arbeitet er in Amerika für einen ausbeuterischen Pharmakonzern namens Neogenesis. Das klingt schon total vertrauenswürdig. Ihm gelingt es, nach Japan zurückzukehren,
wo er eine Forschungsstelle an einer Universität annimmt. Als er seinen besten Freund wieder trifft, lernt er nach und nach, dass sein hoher IQ bei weitem nicht das einzige Ungewöhnliche an ihm ist. Das klingt cool. Ich muss Banana Fish mal wieder weiterlesen und dann hier auch rezensieren, aber das ist eine coole Lizenz. Nun aber halt mein Problem mit diesem Programm. Erstens, keine neue Master Edition. Nachdem er schon so angedeutet hat, ja, es wird in Zukunft weitere Master Editions geben, habe ich irgendwie damit gehofft, dass da jetzt so ein gewisser Bang bei ist. Der fehlt hier komplett. Absolut komplett. Was ich schade finde. Zum Beispiel, ja, es war vielleicht ein bisschen Wunschdenken, aber zum Beispiel Slam Dunk in der Master Edition, nachdem jetzt ja auch der Film ins Kino kommt in Deutschland. Wäre irgendwie schön gewesen und dafür halt einfach zu viel DC, Marvel und Star Wars. Like, die einzigen zwei Lizenzen, die jetzt kein Marvel oder DC waren, waren Yasha und hier, wie hieß es? Hier das, der andere vier Banner aus der Jump Plus, wo ich mir denke, that's it? Like, hä? Ich meine, klar, DC, Marvel, das verkauft sich bestimmt ganz gut, aber ich habe da abseits von Yasha irgendwie noch zumindest einen weiteren Banger mir erhofft. Gerade nachdem sie ja in letzter Zeit unter anderem mit einem die Früchte der Platane richtig gut bei mir gepunkt haben, ist das Programm leider, es ist okay. Maximal. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was sagt ihr zum Panini-Programm? Schreibt mir es gerne unten rein. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.